Moin, Wilhelm. Moin, Puttwagen. Moin, Paul, na? Leg was an? Alles klar an Bord. Danke. Gute Wache. Danke, tschüss. Tschüss. Na, Puttwagen, alles klar? Alles klar. Du, Wilhelm. Ja? Kaffee? Ja. Mit oder ohne Sahne? Ohne. Du, Wilhelm. Ja? Sahne ist alle, kann's auch ohne Milch sein? Oh. Ein Bier? Ja. Pass auf. Eins, zwei, drei! Mensch, Olaf, hör auf mit dem Quatsch! Was hast du, Charlie? Ich hab keine Lust, nachher noch eure dusseligen Pfoten zu verarzten. Sei doch nicht so faul! Das ist der einzige Grund, weshalb man dich auf dieses schöne Schiff mitfahren lässt. Also, eins, zwei, drei! Hopp! Los, sind wir mal zu! Ja! Du fällst aber auch auf alles rein. Ja, das ist auch ein ganz voller Trick beim Schuh. Komm an, Charlie. Zeig mal, dann zeig mal. Okay, mach ich. So, komm her. Nee, Moment. So, den hier, so, ja. Und den da hinten, so, ist gut. Und den anderen, gut. Können wir? Yep. Eins, zwei, drei. So, dann zeig mal, dein Zeug, Charlie. Da! Inspektor Kröger. Ja, Hamsen. Ja, Kröger, was gibt's denn? Was? Nee, kommt gar nicht in Frage. Nee, immer ich. Jetzt hör mal zu, Kröger, ich habe meiner Frau fest versprochen, dass ich heute mit ihr wegfahre, nicht? Nee, diesmal nicht. Einmal muss Schluss sein. Nein, Wilhelm, du musst. Was? Nein, ist doch sonst kein anderer da. Oder ich schick Kirsten rauf. Da musst du mal nach Monrovia für ein halbes Jahr. So, jetzt freue ich mich auf ein schönes, langes Wochenende. Mit Helga und ohne dich. Soll ich mit der Reederei reden? Warum? Vielleicht kann ich machen, dass du im Büro arbeitest und an Land bleibst. Dass du jeden Abend schöne Wochenende mit deiner Helga machen. Wer ist eigentlich auf die dämliche Idee gekommen, dich ausgerechnet auf unseren Pott anzuheuern? Charlie! Ich glaube, ich muss mal mit der Reederei reden. Dann tu das mal. Sieh zu, dass du um 6 Uhr bei uns bist. Ich weiß zwar nicht warum, aber meine Mutter freut sich auf deinen Besuch. Ich sage es immer wieder. Außer dir ist deine Familie sehr reichend. Und dann grüß mir deine Mutter bitte. Und natürlich auch deine Helga. Okay. Charlie? Was ist? Dies Mädchen ist zu schade für dich. Du entschuldige, es ging nicht früher. Macht nichts, ich hab das sowieso noch zu tun. Fein, dass du da bist. Wie ist es mit morgen? Klappt's? Ja, du, ich hab den Dienstag freigekriegt. Oh. Stell dir vor, dann haben wir 5 freie Tage. Na prima, dann können wir noch ein bisschen weiterfahren. Ja, klappt es mit dem Wagen? Ich weiß noch nicht. Ich war noch nicht zu Hause, aber ich denke schon. Bitte schön. Danke, ich habe Zeit. Oh, entschuldigen Sie, bitte schön. Bedienen Sie den Herrn ruhig, Herr Schreit. Ich hole dich nachher ab. Und dann sehen wir weiter, ne? Gut, bis dann. Tschüss. Dankeschön. Tag, mein Junge. Tag, Mutti. Wie geht's dir? Gut, danke. Und unserer lieben Familie? Ach, das hält sich in Grenzen. Mutti, ist was? Nein, was soll denn sein? Mit dir stimmt doch irgendwas nicht. Ach, weißt du. Du, sag mal, was hast du denn jetzt vor? Oh, du, ich hab doch 14 Tage frei, das weißt du doch. Und heute Abend, da kommt Olaf, wir wollen ein bisschen ausgehen. Und da wollte ich dann Also hör zu, es ist Folgendes. Na nun, komm erst mal rein. Na ihr? Tag, Mutti! Tag, Olaf! Tag, Opa! Hast du auf See deine ganzen Manieren vergessen? Entschuldigen Sie, Sir, bitte an Bord kommen zu dürfen. Siehst du. Ich mach uns mal einen Tee. Lass mich das mal machen, Mutti. Kind, ich hab sowieso noch in der Küche zu tun. Ich hol schnell die Tassen. Sag mal, Opa, was ist denn mit Mutti? Na, die ist so, ich weiß nicht. Naja, dein Vater muss mal wieder in Cuxhaven bleiben. Wie immer. Und deine Mutter hatte sich so gefreut. Versteh ich nicht. Was ist? Pass mal auf.
Das war so. Erst geht's von da nach hier, dann von hier nach da und da wird übernachtet. Wo denn? Na da. Jugendherberge? Nee, da wird gezeltet. Da ist die erste Jugendherberge. Da kommen die anderen zu uns. Und wo ist das große Lager? Na hier, du Dösbattel. Na Jungs, wann geht es denn los? Morgen, Fadi. Dann nimm dir mal noch ein ordentliches Paket Griebenschmalz mit, damit du nicht verhungerst, weißt du? Tag, Olaf. Wie geht's Ihnen? Tag, Olaf. Gut, dass Sie hier sind. Sie müssen mir unbedingt helfen. Ja, gern. Was kann ich tun? Es dreht sich um Karl. Kannst du nicht absagen? Oder wenigstens verschieben? Ach, Opa. Wir kommen zweimal im Jahr ins Dock. Und das ist die einzige Gelegenheit. Lass nur, Opa. Du meinst es ja gut, aber Karl hat ja auch ein Anrecht auf sein Privatleben. Mutti, an sich lieben gerne. Guten Tag allerseits. Tag. Guten Tag, Frau Hamsen. Ich bedanke mich für Ihre reizende Einladung. Ach, Olaf, das ist aber nett. Aber Sie sollen sich doch meinetwegen nicht in Unkosten stürzen. Wenn Sie mir versprechen, niemand zu verraten, ich habe Sie im Garten gepflügt. Ich verspreche es Ihnen. Ulla, hol doch bitte mal eine Vase. Olaf, trinken Sie einen Kaffee mit uns? Ja, gern. Ich höre, die ganze Familie wird verfahren. Verreisen, Olaf. Ja, Olaf, das Haus wird leer. Ulla geht nach England. Fiete fährt, ich weiß gar nicht wohin, irgendwo in die holsteinische Schweiz, auf Radtour. Karl hat ja auch was vor, wie Sie wahrscheinlich wissen. Und Sie, Frau Hamsen? Ja, ich wollte eigentlich an den Chiemsee zu meinem Bruder. Der hat 60. Geburtstag und wir haben uns fast 15 Jahre nicht mehr gesehen. Und Sie, Herr Hamsen? Na, ich? Ich bleibe in Blankenese. Ja, für eine Radtour bin ich ein bisschen zu alt. Und mit der Dia nach England? Nö. Oh, Karl ist sicher froh, wenn er allein fahren kann. Und mit meiner Schwiegertochter in die Berge? Die Berge, das ist nichts für mich. Ich bleibe in Blankenese. Dann sind wir gemeinsam. Ich werde auch nichts erfahren. Sagen Sie mal, Olaf, ich weiß ja nicht, ob es Ihnen Spaß macht, aber wenn Sie wollen, können Sie hier wohnen. Ist doch hübscher als im Hotel. Ja, da bin ich sehr dafür. Nicht, Herr Torkelsen? Das ist doch eine Idee. Ja, gern. Wenn ich darf. Tag, Kuddel. Freut, dass du da bist. Ich fahre nämlich morgen weg. Hat Mutti schon erzählt? Wir machen eine große Radtour. Ja, ich hab schon gehört. Sag doch Herrn Torkelsen erstmal guten Tag. Tag, Olaf. Und wir zelten über Pinneberg und Elmshorn bis rauf nach Brunsbüttelkoog. Hast du denn schon alles gepackt? Fast alles, ja. Aber Kuddel, darf ich deinen Kompass mitnehmen und dein Fernglas? Ja, mach mal ein kleiner, damit du dich nicht verirrst. Klasse, prima. Oh, Fiete? Ja? Wenn du willst, unterwegs dir einen schönen Eis kaufen. Danke, Olaf. Oh, Mutti, guck mal. Hey. Prima. Seid ihr zum Abendessen da? Nee, Mutti, wir sind verabredet. Junge, das kannst du nicht machen. Sieh mal deine Helga-Kartoffel immer noch sehen. Im Handel ist nicht wegen ein kleines Mädchen eine Mutter im Stick. So eine Mutter, wie du sie hast. Du, Olaf, Helga ist keine kleine Mädchen. Ich weiß, du bist ein bisschen verliebt, aber das ist doch nicht zum ersten Mal. Deine Mutter tut wirklich alles für dich. Das kannst du ganz einfach nicht machen. Okay, Olaf, ich gebe zu, du hast recht. Aber dann musst du mir jetzt helfen. Ich weiß nicht, was sie aus mir macht, wenn ich ihr das jetzt sage. Du musst ja wissen, was du tust. Hätte ich mir ja gleich denken können, wenn einer aus eurer Aber Familie... Helga. Hör auf! So viel weiß ich mittlerweile von Harmsens. Wenn einer von denen Pup sagt, steht gleich der ganze Clan zusammen. Aber Helga, seien Sie nicht ungerecht. Sie haben recht, Olaf. Ich bin ja nicht darauf angewiesen, meine freien Tage ausgerechnet mit Herrn Harmsen zu verbringen. Die christliche Seefahrt hat ja Gott sei Dank noch mehr junge Offiziere. So, das wär's. Und jetzt hast du vielleicht die Güte, 3 Flaschen Bier zu bestellen? Gut, Kind, jetzt wo es soweit ist, mag ich gar nicht fahren. Aber Mutti, warum denn nicht? Kann ich euch denn wirklich einfach so allein lassen? Aber Mutti, wir verreisen doch alle. Eben, und du zum ersten Mal allein ins Ausland. Pass schön auf dich ab. Ja, okay? Mach ich. Ja, notfalls kann man ja überall hin telefonieren. Hast du die Nummer vom Onkel Max? Ach, Mutti, die hast du mir doch mindestens schon 10-mal gegeben. Ja, dann müssen wir wohl. Tschüss, Ola. Tschüss, Mutti. Nun trennt euch mal. Gute Reise. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Bleib schön brav. Tschüss, Olaf. Und kümmere dich ein bisschen um Helga, ja? Aber ja, mit großem Vergnügen. Halt dich zurück. Ei, ei, Sir. Tschüss, Olaf. Tschüss, Karl. Schöne Reise. Und versauf mich nicht den Chiemsee. Tschüss. Thank you.
hoffentlich verhungert ihr in diesem ganzen Laden. Hast du mal auf, dass die Hänger noch nicht was zu essen kriegen? Bei uns gibt das jeden Tag frische Suppe. Und wir haben ja hier sehr reich. Das glaube ich. Also tschüss, Olaf. Tschüss. Schreib mal. Tschüss. Gute Reise. Grüß Hannibal von hier. Im Süden strahlendes Wetter. Bei dem anhaltenden trockenen Wetter soll es in Süddeutschland weiter zur Tageserwärmung auf 30 Grad und darüber kommen. Örtliche Wärmegewitter möglich. Behrens. Erfrischende Winde. Ach nee. Auf 15 hat sie jemand Grad. Als Aufpasser bestellt? Allmählich ach Regen. So, als Tröster. Im Norden bei frischen Winden. Nein, ich bin allein. Und Radio gehört. Wetterbericht. Doch, es bleibt schön. Ich weiß nicht. Ich bin gerade dabei, meine Tür zu streichen. Ja, weiß. Nee, matt weiß. Doch, das stimmt. Macht sogar sehr durstig. Also gut, ich mach sowieso Schluss für heute. Nee, so schnell schaffe ich das nicht. Ich bin ja noch ganz voll Farbe. Danke, das schaffe ich schon allein. Ja, bis dann. Wiedersehen. Frau Chefin, ich glaube, jetzt kommen's. Ja, grüß Gott, Frau Hansen. Haben Sie es geschafft jetzt? Ja. Du schaust doch, wenn du gleich aus wie früher. Ja. Älter wärst du wohl nie. Guten Tag. Erinnerst dich noch an den Wastel? Aber sicher. Guten Tag, Herr Brunner. Grüß Gott, Herr Hansen. Also, her, da hätte ich nicht mehr gekannt. Ja, da schaut's her! Ja. Ja, endlich! Ja, da seid's ja! Lesi, grüß dich! Ja, Ami, grüß dich Gott! Ja, gut schaut's da aus! Tag, Tante Resi! Danke, wie geht's dir gut. Denn? Ja, ja, jetzt kommst du doch erst einmal rein! Ja, gern, Resi! Na, schau, gut, Hammer! Der Wagen kann doch nicht so stehen bleiben, oder? Lass ihn ruhig stehen! Das ja. Mach ich schon, ja! Und die Koffer? Ja, die bring ich ja? Raus. Danke, Herr Brunner! Bitte, bitte! So. Grüß Gott. Grüß Gott. Hab ich einen Hunger? Ach, was ist denn das für ein Fisch? Kimseränke. Gell? Sieht aber fein ja, aber aus. Aber jetzt kommt's drauf. Mhm. Ja, immer. Hey, das ist ein schönes Gefühl, wenn wir wieder einmal heimkommen. Ja, aber mich freut es auch, dass ich dich wieder sehe. Aber sag einmal, Anni, wo hast denn du deinen Wilhelm lassen? Ach, der hat wieder mal nach Cuxhaven müssen, gell? Ui, ui, das ist aber verschott. Jesus, du, den könnte ich jetzt gut stellen in unserem neuen Haus. Was, jetzt haben wir ja endlich Platz für sowas. Na ja, nachher redst du halt mit dem Max. Dem ist ja das Klump sowieso zu viel. Mann. Ja, freilich. So, und dir zeige ich jetzt, wo du schlafst. Wir haben zwar nur ein Doppelbettzimmer. Aber Tante Resi, das macht doch nichts. Na, gefällt's dir? Oder wagst du ein Größeres? Aber nein, Tante Resi. Du, das ist genau richtig. Na ja, dann ist ja gut. Na, du weißt ja Bescheid. Wir sehen uns ja dann unten. Ja. Ja, Anna, du, ich hab dir dein früheres Zimmer herrichten lassen. Ich hoffe, es gefällt dir. Na, ganz bestimmt. Komm, gehen wir gleich. Bis gleich, Mutti. Bis gleich. Schmeckt. Ganz gut. Ganz prima. Fein. Liegt's noch was? Nee, nee, danke. Ja, vielleicht nur ein Bier? Nee, danke, Tante Resi. Dazu ist noch ein bisschen hell, ne? Na, trinkst heute ein dunkles. Na, vielleicht später. Ich will noch ein bisschen was vom See sehen, wenn's geht. Na ja, Resi, nachher gehen wir jetzt. Du hast ja eh noch zu tun, gell? Vielleicht holen wir den Max ab, wenn wir ihn noch treffen. Ja, Anna, das machst. Der wird sowieso nur am Bestacker drum sein. Na ja, du weißt ja Bescheid. Na, wir werden mal später, schauen, wie Tante weit Tante wir kommen. Vierte. Viert euch! Viel Spaß! Ui, du schau mal, wer da sitzt. Wo? Ja, da auf der Bank. Das ist der Schwarzäugel Florian, der hat hier einen Bootsverleih. Wir sind miteinander in den Schulgang, waren dicke Freunde. So. Hab
habt ihr es ja gesagt. Hier gibt's Leute, die verdienen ihr Geld mit dem Zuschauen. Tja. Ein harter Job, wie man sieht. Wollen Sie ein Boot oder einen Streit, junger Mann? Beides können Sie haben, und zwar sofort. Fans? Sei vorsichtig, Flori. Wir sind zu zweit. Was? Ja, Anna! Du! Ja! Ja, was ist? Ja, jetzt weiß ich ja gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ja, dann darf ich halt zuerst einmal grüß Gott sagen. Vielleicht wollen wir später noch was anderes sein. Ja, grüß dich gut, Anna. Mein Gott, hab ich eine Freude, dass du dich wieder mal anschauen lässt. Ich freue mich auch, dass ich dich wiedersehe, wirklich. Ja, und der junge Mann, mit dem du dich unbedingt streiten willst, das ist mein Ältester. Aha. Karl, das also ist der Herr Florian Schwarzäugel, der älteste Jugendfreund von deiner Mutter. Ja. Herzlich willkommen, Herr Hamsen. Dankeschön, Herr Schwarzäugel. Und Sie sind mir nicht böse wegen eben, ne? Oh, Herrin. Also, jetzt kommt's. Sitzt euch doch ein bisschen her zu mir. Ja, gern. Werner, Tipp! Hey, kommen Sie mal rauf. Ja, ein bisschen schneller. Hey, weiter. So, das sind meine zwei. Guten Tag. Mein Sohn Karl. Guten Tag. Aber sag mal, du hast doch auch noch welche. Sind die da? Nein, nein, nein. Die Tochter macht Ferien in England und der Jüngste radelt irgendwo in Norddeutschland rum. Was? Allein? Nein, schon mit einer ganzen Gruppe. Die hätten uns auch helfen können, diese Idioten, die Feiglinge. Kannst du doch hier im Regen nicht rumstehen lassen, bloß weil du einen Platten hast. Ich hab keine Lust mehr, ich fahr wieder nach Hause. Dazu musst du erst mal aufpumpen, hier. Verdammter Shitkram. Ich mach auch nicht mehr, bist du fertig? Nee, so schnell geht das nicht. Na? Haben Sie Lust? Wozu? Na hier, zum Segeln. Was? Auf der Pfütze? Ha, da fange ich doch gar nicht erst an. Ach so, Sie sind Größeres gewohnt. Dann ist das ja allerdings zu klein für Sie. Ich habe schon gesegelt, da waren Sie noch gar nicht auf der Welt. Auch das noch. Ein Spitaler. Was ist denn das? Ein Mensch über 30. Und wenn ich noch drunter bin? Dann sind Sie eben ein Jungspießer. Nee, aber ein Seemann. Das hat noch lang nichts mit Segeln zu tun. Okay, wollen wir wetten? Gut. Aber ich gehe nicht zu Ihnen ins Boot. Angst? Nee, keine Zeit. Wir segeln hier um die Fraueninsel rum und wieder zurück. Mhm. Und um was wollen wir wetten? Machen Sie einen Vorschlag. Aber vergessen Sie nicht, dass Sie verlieren. Das bestimmt nicht. Da haben Sie sich geirrt. Wer gewonnen hat, hat einen Wunsch frei. Einverstanden? Woher soll ich wissen, was Sie sich dann wünschen? Das weiß ich ja selbst noch nicht. Aber ich habe ja genug Zeit, mir das zu überlegen, bis ich wieder zurück bin. Okay. Vater? Ja? Wir nehmen uns mal zwei Boote. Der Herr Hamsen möchte mal mit Segeln probieren. Ja, selbstverständlich. Nehmt euch noch eins. Und viel Spaß. Um Gottes Willen, Flori. Der Karl kann doch mit den Booten hier überhaupt nicht umgehen. Ja, was ist denn? Darf ich dich darauf aufmerksam machen? Ist doch dein Sohn, ne? Schon, aber ich kenne den See eher nicht. Ja, aber schwimmen kann er doch, oder? Ja, das kann er. Ja, dann. Ziehen Sie die an. Nee, was soll ich denn damit? Ich bin doch keine Landratte. Ich kann segeln. Pass uns auf, Herr Hansen, ist ganz schön billig. Ach was, ich komm schon zurecht. Danke. Weißt du, dass der Max bis heute noch nicht ahnt, dass wir das waren, die ihm die Frösche ins Bett gelegt haben? Na, hör auf. Hast du es ihm noch nicht gesagt? Ah, woher? Damit überrasche ich ihn morgen zu seinem 60. Geburtstag. Das gibt er jetzt. Ja. Na, was ist? Sie haben mir doch versprochen, Sie können segeln. Wo bleiben Sie denn? Ach, warten Sie mal, ich komm schon noch. Patenthalte, sagen wir dazu. Ach was, das kann jedem passieren. Auwe, jetzt dreht auch noch der Wind. Wenn das mal gut geht. Na ja, noch geht's ja. Aber ich kann ja den Sepp mit dem Motorboot hinterher schicken.
Im Fall das, was passiert. Ja, du, das wäre mir schon lieber. Anna, Sepp! Sepp! Hey, komm mal her! Ja, was ist? Ja. Na, was sagen Sie jetzt? Nehmen Sie Ihre Fock auch weg. Es wird ganz schön böig da draußen. Ha, mach ich, wenn ich wieder zurück am Steg bin. Schau, jetzt reffen Sie. Na, das ist bloß die Vera. Der Karl segelt weiter. Um Gottes Willen, der spinnt ja. Bloß um den Madel zu imponieren, macht er so einen Blödsinn. Herrschaft, Zeiten. Na, wo bleiben Sie denn? Kommen Sie doch. Ja, so segelt man. Da. Jetzt hat's ihn der Bresel. Recht, Schiedin. Jetzt kann er zeigen, wie gut er schwimmen kann. Na ja, der Sepp ist ja mit dem Boot gleich bei ihm. Herrschaft. Lassen Sie doch das dämliche Boot. Das holen die schon raus. Kommen Sie rüber zu mir. Nehmen Sie es wenigstens jetzt. Gott sei Dank, da kommt der Sepp. So, sag mal schon. Nimm ihn zu dir ins Boot. Komm, Sam. Ja. So. Vera, na gut, er war heim. Ich bring das Boot zurück. Hamsen? Ach, Anna, du bist das. Na, Opa, wie geht's euch denn? Wie kommt ihr denn zurecht? Na, fein, wunderbar. Hat den Ulla schon was hören lassen? Psst, psst. Einen schönen Gruß? Ja, ihr riecht's aus. Natürlich, kann ja noch nicht. Und Fiete? Ach, woher? Nein, so klein ist der auch nicht mehr. Der findet sich auch bei Regenwetter zurecht. Ach ja, hier wechselt das Wetter unentwegt. Ja, stell dir vor, was unser Karl geliefert hat. Du, der hat die ganze Innung blamiert. Guten Morgen, Herr Brunner. Guten Morgen, Herr Hansen. Sie sind aber früh auf noch die Strapazen von gestern. Na, wissen Sie, die Strapazen waren gar nicht so groß wie die Blamage. Es ist nicht so schlimm, das kommt bei uns öfters vor. Sie wären nicht der erste Preis, der Sie bei uns da blamieren tät. Sagen Sie, wird es eine große Sache, der 60. Geburtstag von meinem Onkel? Nein, das nicht, aber die Meisterschaft im Fingerhackeln wird bei uns austragen. Aber das werden ja Sie nicht kennen. Ach, du meine Güte, auch das noch. Machen Sie da auch mit? Natürlich. Ja? Ich muss doch meinen Titel verteidigen. Na, dann drücke ich Ihnen aber die Daumen. Dankeschön. Ach, Karl, hier bist du. Komm, wollen wir jetzt gehen? Ja, ich bin fertig. So. Sag mal, Mutti, ich dachte, wir wollten spazieren gehen. Bei dem Schwarzäugel und seiner Bootsvermietung wollte ich mich eigentlich nicht so schnell wieder blicken lassen. Aber was, Junge, komm. Warum musste ausgerechnet mir das passieren? Also, Karl, du fragst wie ein kleines Kind. Warum muss das ausgerechnet mir passieren? Ja, was wäre denn nun, wenn du nicht umgesegelt hättest? Dann hätte ich mich nicht so unsterblich blamiert. Aha, das ist es. Na, da kann ich dich beruhigen. Hier sind schon ganz andere Leute gekentert. Solche, die wirklich segeln können. Ja, was schaust denn, so gab's deine Mutter nicht. Na ja, natürlich, Mutti, aber so tröstlich ist es nur auch wieder nicht. Ich bin schließlich Schiffsoffizier. Ja und? Dürfen die nie ins Wasser fallen? Ja, das schon.
Aber möglichst nicht, wenn die Landratten zusehen. Schmarrn, Karl, nass als wirst du auch nicht. Komm, setz dich mal hier hin. Ich glaube, ich habe dich nicht ganz bis zu Ende erzogen. Findest du das, Mutti? Mhm. Was fehlt denn noch? Na, zum Beispiel, dass der Dritte der Uganda ruhig in den Bach gehen darf. Auch wenn ein junges, hübsches Mädchen besser segeln kann als er und zuschaut, wie er gerettet wird. Gegönnt habe ich es ihm sogar. Das finde ich aber nicht sehr mütterlich zu deinem Ältesten gesprochen. Doch, Karl, das ist sehr mütterlich und sehr, sehr weise. Karl, bist du denn immer noch der kleine Bub, der keine Schlappe erleiden darf? Wenn's anderen geschieht, dann macht es nichts, gell? Aber wehe, wenn's dir passiert. Jösses, jösses, nein, dann geht die Welt unter. Aber gerade so warst du immer schon. Was? So schrecklich egoistisch? Naja, gar so schrecklich auch nicht, aber ein kleines bisschen schon. Und wenn das so geblieben ist, bitte mein Versäumnis. Kannst mich ja vielleicht noch mal erziehen. Ich nehme mir vielleicht doch noch was an. Ich probier's halt einmal. Also, geh mal. Komm, Karl. So. Morgen, Herr Schwarzäugel. Morgen, Frau Hamsen. Ja, auch noch. Was sagst du? Nix, Mutti, nichts. Ja, doch gut sein. Herr Schwarzäugel, können wir ein Boot haben? Was, Mutti, du? Ja, ja, komm nur. Welches Boot wollen Sie denn, Frau Hamsen? Ja, was nehmen wir denn für eins? Das da würde ich sagen, was da drüben liegt. Das ist ja viel zu groß, das kann ich ja gar nicht alleine segeln. Herr Schwarzäugel, können Sie... Aber was wollen Sie denn, Herr Hamsen? Das weiß doch jeder, dass Ihre Frau Mutter mit dem Starboot Regatten gesegelt ist und gewonnen hat's außerdem. Jetzt geht's einmal weiter. Sepp, sind so gut, rudern Sie uns rüber. Ja, gern. Du kannst segeln, Mutti? Ja. Das hast du mir ja nie erzählt. Darf ich mal, Herr Schaufel? Aber gerne, Hamsen. Ich habe eben die Seefahrtsabteilung für Ihnen gesucht. Oh, danke schön, danke schön. Ach, den haben wir denn da? Husaf, du toller Bären. Guten Morgen, Hamsen. Morgen. Guten Morgen, Olaf. Guten Morgen, Kicker. Was treibt Sie denn hierher? Die Aussicht auf einen schönen sauren Rollmops, den hat mir Olaf versprochen. So, dann setzen Sie sich mal erst mal hin. Und Sie holen am besten gleich noch ein paar Flaschen Bier. Mach ich. Sechs Karl. So kann's gehen mit dem Wetter. Gestern hast du dich noch ins Wasser gesetzt und heute? Heute geht bloß noch so ein kleines Lüften. Mhm. Ja, ja, das kann in 5 Minuten schon wieder anders sein. Das ist anders als bei uns daheim auf der Elbe, hä? Ja. Apropos bei uns daheim. Wir müssen eigentlich mal anrufen und fragen, wie es Opa und Olaf geht. Na, hoffentlich langweilen die sich nicht so sehr miteinander. Und dann ist unser großer Seeoptier baden gegangen. In dieser Pfütze baden gegangen. Und alles wegen so einer kleinen Bären. Der arme Charlie. Prost. Hoch sei er leben, hoch sei er leben, dreimal hoch. Dass du lang lebst, gesund bleibst und zuletzt in den Himmel steigst. Ja! Du magst einmal die Besen, aber ich muss jetzt nur zum Finger hackeln.
Ja, ist schon recht. Geh nur mit, ich geh da noch. Ich will schon sehen, ob es einen Mastel machen. Mach's gut, Burg. Werden sie machen. Ach, nur Fingerhackeln. Du Mutti, ich wollte doch noch den Olaf anrufen. Ja, du mach das. Ja? Du hast ihm deswegen die Frisch schon gesagt. Na, du, oh. Max. Kannst du dich noch erinnern an deinen 30. Geburtstag, wirst du die Frisch ins Bett rein tun haben? Ja, ja. Weißt du, wer das war? Na, das weiß ich nicht. Der Flori und die. Prost, Max, Prost. Geh dann schaust. Prost, Alter. Prost, Alter. Nee, der ist nicht hier. Der ist in der Stadt. Was? Nee, mit Fräulein Bären. Nee. Katerfrühstück. Oh, Julian, da hättest du dabei sein müssen. Du, was haben wir für einen Spaß gehabt? Oh, wir haben ja so gelacht. Ja, was ist denn, Jo? Bist du noch da? Ja, du sagst schon gar nichts mehr. Ach, du hast wohl zu viel Süßwasser geschluckt, was? Na, nu werd man nicht gleich fünsch. Ach du, ich muss jetzt Schluss machen, das klopft gerade. Ja, grüß deine Mutter schön, ne? Ja, ist gut, mach ich. Ah, tschüss. Ja, komm ja schon. Hey, was ist denn da? Ach, ihr seid das. Wir wollen mal sehen, was du so ganz allein machst. Oh, dann bist du in Flagranti, dann wollen wir nichts hören. Nee, die Damen sind alle wieder weg. Ihr könnt bleiben. Komm in, please. Gerne. Oder wollen wir im Garten sitzen? Tschö. Ihr flüssiges Brot. Oha. Haben wir dir mitgebracht. Spaß, eine Mahlzeit. Ich habe aber schon gegessen, so. Du. Meine Mahlzeit muss ich haben. Tschö. Auch wenn du allein bist, da hätte ich keine Lust zu. Ja, du, denn erst recht, du. Der gibt das jeden Tag frische Suppe. Schön kräftig. Wollt ihr auch noch einen Teller? Ist oh, nee. Noch was da? Mir ist das Flüssigkeit genug. Nicht, ihr Säufer, ihr. Setzt euch mal hin. Tschö. So, dann gib mir mal einen Buddel. Wollt ihr Gläser? Nee, lass das mal sein. Ach, hast bloß den doppelten Abwasch oder tust das etwa gern? Nee, das gewiss nicht. Ich warte mal, bis so ein ganzer Haufen zusammen ist. Und dann mache ich das alles auf einmal. Da hast du recht, das sage ich meiner Lina auch immer. Wir Männer sind ja viel praktischer. Aber die spült ja nach dem Essen gleich alles wieder ab. Hast du eigentlich schon Post gekriegt von deinen Bayern? Ja, eine Postkarte. Hier, eine Großkarte. Oh, guck hier. Hier sind die ganzen Alpen auf. War bloß zu wenig Porto auf. Muss ich noch Strafporto bezahlen? Oh. Strafporto? Du, Jan, da weiß ich eine feinere Tourkutsche. Meinst du die Geschichte mit der Kiste? Ruhig, Tätsche, du verratest ja die Pointe. Also, Jan, du schickst ja eine große Kiste mit einem großen Stein inne. Unfrei natürlich. Da müssen die nämlich Strafporto bezahlen. Tja, aber was so ein Anna und Karl, der mit dem Stein? Kinders, nun lass mich doch mal ausreden. Du tust zu den Stein auch noch einen Zettel. Und auf diesen Zettel schreibst du Folgendes auf. Dies ist der Stein, der mir vom Herzen gefallen ist, als ich gelesen habe, dass es euch gut geht. Steuerbord, Backbord mit Schiffs. Also, auf gut Bayerisch. Ein Meter vor, ein Meter zurück. Hurruck! Herr Hamsen, jetzt weiß ich, was ich mir von Ihnen wünsche. Auch das noch. Das hatte ich ja völlig vergessen. Was denn? Das sage ich Ihnen gleich. Kommen Sie mal mit rüber. Entschuldigen Sie bitte, das ist doch bestimmt schon zu spät, sich da zu melden. Na, ich glaube, es geht so noch. Doch noch? Okay. Ja, also, mein Name ist Karl Hamsen. Ja, dann ist das der Englisch rein. Was Fiete, wo kommst du denn her? Ja, dann komm mal erst mal ins Haus. Dazu. Und
Vierer! Das schon. Schiebt euch ein bisschen, wir möchten da noch was drüber. Lenz, brauchst leicht. Lenz, den brauchst leicht. Thomas. Hey, Hagel. Ich hab's jetzt schon. Achtung! Zieht! Und? So, mein Junge, so, das trinkt man mal. Hast schon recht, die haben so einen schönen steifen Grog, wird ihn schon bald wieder am Deck bringen. Hast du noch ordentlich Rum reingetan? Städtchen, du wirst doch wohl einen alten Seemann nicht beibringen, wie man steifen Grog braut. Oh. Noch zu heiß? Nee, zu labberig. Da hat also der Wastel durchgeschafft. Nein, der nicht. Ein Preis. Ein Preis? Ja, haben Sie noch was? Jetzt muss ich mal schauen. Das schaffen wir doch. Hühnerhaken. Fiete Hamsen. Mutti? Wo ich bin? Im Bett. Ein Opa? Nee, der ist im Garten. Nee, der feiert mit ein paar von seinen Freunden. Soll ich ihn holen? Mach ich. Opa, Telefon für dich. Ich weiß nicht. Ich habe so ein komisches Gefühl. Du auch? Also hör mal, ich finde... Entschuldige, was wolltest du sagen? Mir ist es einfach ein bisschen unheimlich, die drei allein da oben. Mit Hannibal 4 und mit Helga 5. Ach so, das hatte ich ja völlig vergessen. Am liebsten möchte ich heimfahren. Du auch? Ja, aber das können wir nicht machen, du. Die haben sich bestimmt auf Länge eingerichtet. Lass mal. Bring ich denen schon bei. Ja? Na, jetzt schmeckt's mir wieder. Ich wäre ja gerne da geblieben, Resi, aber man muss halt wieder... Ja, das tun wir jetzt leider, Herr Hans. Die Vera ist gerade draußen auf dem See. So, na, dann seien Sie bitte so nett und schwarz. Rufen Sie sich herzlich von mir. Selbstverständlich. Ja, danke. Du, Anna? Ja? Das finde ich aber schade, dass ihr jetzt schon fahren wollt. Muss denn das sein? Jo, Flori, es muss sein. Schau, ich wäre ja auch gern noch da geblieben, aber ja, weißt ja. Schon. Ich verstehe dich schon. Du, aber 15 Jahre wart's nicht mehr, bis du wieder mal herkommst. Ja, eigentlich könntest du ja auch einmal nach Hamburg kommen. Ja, ist ja gar keine schlechte Idee. Vielleicht mach ich es einmal. Jawohl, das tust du. Also, wiedersehen, Tante Reza. Wiedersehen, Anna. Ja, wiedersehen. Wiedersehen, Herr Schwarzer. Wiedersehen, Sepp. Wiedersehen, Herr Brunner. Vierte. Sepp, wiedersehen. Wiederschauen. Ja, was ist denn, Frau Hansen? Jesus, was? Jetzt hätte ich voll vergessen.
Warte, fahr vorsichtig, gell? Wiederschauen. 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 Hast du einen Schlüssel dabei? Ja, in der Tasche. Und klopf doch einfach. Ach ja. Nee, das machen wir selbst auf. Ah, Herrschaftszeiten. Jetzt weiß ich wenigstens, warum ich heimgekommen bin. La, 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 la. La 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 la. Tag, Opa. Nett, dass du mir Rosen bringst. Anna, Deandra, was machst du denn hier? Wenn wir Kaffee getrunken haben, erst einmal Ordnung. Nein, das darfst du nicht. Den Dreck haben wir ganz alleine gemacht. Das müssen wir. Lass nur, Opa. Jetzt bin ich ja wieder da. Ich mache uns erst einmal Kaffee. Ja, mi hast du. Das sieht aber auch aus. Wo ist denn Fiete? An Strand, mit Hannibal. Und Olaf? An Bord, im Dock. Und Fräulein Behrens? In der Bank, wo denn sonst? Danke, Opa. Lass doch, Opa. Wo ist denn Karl? In der Bank, wo denn sonst? Jedes Mal, wenn ich zu Hause anrief, hieß es, du bist mit Olaf weg. Ja, ich musste mich doch um die beiden kümmern, wenn die so allein zu Hause waren. Wenn ich zu Hause war, bist du nie gekommen. Du hast mich ja nie eingeladen. Olaf hat doch entschieden auf seine guten Seiten. Wieso? Naja, sonst hätte ich nie so schnell gemerkt, was eigentlich anliegt. Und was liegt an? Dass zwischen uns der Kurs klar ist, nicht? Oder? Was sagst du dazu? Dumme Frage.